Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Fallout 76, ich bin gerade verwirrt, habe gerade überlegt. Mit dem Camp, weil das wurde uns kostenlos platziert. Aber wir haben doch hier wieder ein Camp. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier wieder der Nero-Sucht, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und wir wollen uns erstmal in dieser Folge um den Tourismus von Appalachia kümmern, zumindest. Dass er theoretisch wiederkommen könnte. Wir wollen also hier oben uns den Bereich mal anschauen. Dazu müssen wir zu dem Wasserpark, wo wahrscheinlich nicht mehr so viel Wasser ist, hier Bierflaschen einsammeln. Hilfsbereitschaft, Kitty, Körnerhütten aufbauen. Naja, das kriegt nochmal eine andere Quest. Dann das Anmeldeterminal und den Markenautomat auch fertig machen. Also, ja, einiges haben wir vor uns. Ich würde sagen, legen wir einfach direkt los. Gucken wir nochmal kurz in die Gegenstände. Naja, wir haben schon einiges mit. Ich esse hier einfach mal was. Wir brauchen mal wieder was. Brombeerensaft. Von mir aus auch. Hundefutter in der Dose. Geht auch klar. Knusprige Höhlengrille, ja. Und dann passt das erstmal soweit. Was ich auch machen möchte, ist natürlich einmal im Matonshop gucken, was wir heute wieder für Nützliches bekommen können. Eine kostenlose Langspox nehmen wir mit. Und als zweites natürlich will ich nochmal gucken, was es heute für Quests gibt's, Patchtaste. Und dann irgendwie drauf drücken. Mit täglichen Quests. Und es gibt, ich glaube, es gibt doppelte Punkte. Für deinen Kryptiden, töte eine Honigbeste, das ist schon nicht so einfach. Stell große Menge Holz her, schließe ein Event ab. Baue Wohnen. Wolfsrippchen an einen NPC-Verkäufer. Das werden wir wohl, glaube ich, nicht machen. Also machen wir hier was Neues. Ist ein vegetarisches Gericht. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Da ist vor uns durch zwei Einschlagzonen. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, kannst ja mal wegkommen. Wir wollen eigentlich nicht hier. Die müssen wir nicht unbedingt campen. Eichhörnchen müssen wir nehmen wieder zu essen mit. Vielleicht nicht, was, wie viel 45er haben wir? Ja, nehmen wir auch mit. Folge dem Weg der Aufseherin, ja, und das ist halt auch wieder so eine Sache. Das brauche ich mir doch eigentlich nicht aktivieren, weil ich das eh nicht so richtig sehe. Was sind das für Wind. Achso, das ist so eine Turbine. Und Skorpion sehe ich da. Ja, ich weiß nicht, wie übel die jetzt so sind. Radskorpionjäger. Ja, schon ein bisschen aus. Oh, es sind leider nicht nur, ist nicht nur einer. Und sie können sich halt. Keine Ahnung, ist das Gesicht gut? Ein bisschen nach hier. Aua. Ey. Jetzt hauen sie wieder ab hier, oder was? Schrotpatronen, Stimpak, sagt er mal. Eieiei. Ei, ei. Nochmal ein Stimpak.
den ist nicht zu spaßen, ey. Da ist der Offizier, der rennt ja jetzt hinterher. So. Bootabschnitt A0. Da ist der Wasserpark. Wir sehen, viel Wasser ist nicht übrig. Aber ich hatte gedacht, okay, hier müssen wir lang. Da gucken wir zuerst hin. Stop. Ist hier noch eine Quest verfügbar? Sprich mit dem Aufseher der Schießanlage. Achso, die Lunchbox haben wir noch. Hilfsmittel. Doch hier müsste es ja sein. Wachmacher. 5 Schaden gegen Roboter, naja. 5% mehr. Aber wir haben jetzt zumindest direkt einen Roboter. Möglichkeiten, auch im Dach rumzulaufen. Ist runtergefallen. Hier haben wir aber auch ein Loch drin. Ne? Ja. Ein Siedler war das. Hm. Ich bin schon am Stiel, nehmen wir noch mit. Ich denke, wir werden hier bestimmt auch wieder, wir können hier noch die Kochstelle benutzen. Wir werden sicherlich hier auch noch mal was zum Zerlegen finden, aber bevor nicht, ich es mir jetzt nicht so viel mitnehmen wollen. So, abgekochtes Wasser machen wir hier. Den Tee. Und dann natürlich Omelette und Co. Und hier Fleisch. Ja, und es wurde auch, wir waren ja letztens bei diesem Ort von dem Mottenmann. Da gibt es, oh, hier gibt es das Spielzeugauto. Da gibt es wohl ein Event zu bestimmten Zeiten. Müssen wir uns dann mal anschauen. Und zwar im April soll das nochmal kommen, Event. Man before machine. Damage. Hier? Oh nein. Ist so cool, dass man hier eigentlich kaputt schießen kann. Zack. Macht der was noch? Oh ja, versucht zu schlagen, na gut. Ach komm, immer dieses Nachladen, ne? Sammel Bierflaschen bei der Schießanlage auf.
Haben wir hier noch weiter verdünnt? Hier haben wir was zum Zerlegen auf jeden Fall. Wenn man sage, ja, dann nehmen wir was mit. Und zerlegen das, ne? Bring damit Verschlüsse und Co. Hier auch nochmal ein Scharfschützengewehr. Oh, ist für Stufe 10. Na gut, wir zerlegen es trotzdem. Können wir es dann mal anpassen. So, was haben wir hier? Ein Terminal können wir entsperren. Scorpions würde ja gut passen. Repellent. 2 Treffer. Disparate. Nee. Treffling. 2. Mach einfach mal. Jawohl, Sicherheitstürstörung. Tür öffnen. Läuft soweit so gut. So, hier hinten war noch mal was zum Zerlegen, Jagdgewehr und Co. Ein Bauplan für einen Single Action Revolver. Vitamine, Baseballgranate. Oh, nehmen wir mit. So, auch hier wieder zum nächsten Mal zerlegt. Das Jagdgewehr hat uns aber nichts gebracht, so viel. Können wir uns aber merken, hier unten bei dem Bus können wir was zerlegen. So, auch nochmal ein Impro-Gewehr. Bereitetes Wasser, Heilmittel. Jedes Mal gibt uns das was mit, ne? Bin echt schon fast mal am überlegen, ob wir nicht irgendwann so eine 38er noch zusammenbauen oder herstellen. Vectron ist hier oben noch. Urban. Noch ein Bauplan, aber den haben wir, der ist uns bekannt. Todeskrallenklaue. Nehme ich immer noch mit. Hier können wir auch öffnen. Hier habe ich gesehen, die Tür. Die Geruchsblume. Nehmen wir uns mal weiter um. Enge Gassen, irgendwie machen wir hier vieles in Clarksburg, aber wir sind noch nicht ganz richtig, würde ich sagen. Nein. Na komm, das müssen wir nicht auf uns sitzen lassen hier. Aua, aua, aua. Ist gar nicht, was sich da genau aktiviert, immer wenn sich das anzeigt. Diese Anzeige links. Komm, wir können ja mal auf die Arme schießen. Auf den Arm. Und dann geht er hoch, ne? Müssen wir weg. Bam. Ah, ist auch nicht schlecht mit 2 Schüssen eigentlich. Aber irgendeiner hat noch auf uns geschossen hier. Noch ein Augenbot gewesen sein. Augenschlüssel, Briefkasten, braucht man Schlüssel dafür. Mhm. Schon wieder ein bisschen mysteriös hier aus. Behördenturm in der Stadt Clarksburg.
Hinweis, obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Daten zutreffend sind, kann der Postal Service die Richtigkeit hier enthaltener Informationen nicht gewährleisten. Der Postal Service ist in keiner Weise verantwortlich für Fehler in diesen Aufzeichnungen und nicht haftbar für sich aufgrund des Verlasses auf die Informationen ergebenden Gerichtsverfahren. Anweisungen. Wählen Sie den entsprechenden Suchtyp aus und geben Sie Ihre Informationen. Nach Nachnamen durchsuchen. Fehlerdaten wurden beschädigt. Ah, okay. Was haben wir denn noch so hier? Rotpatronen haben wir jetzt aber genügend. Missing, Verbiss, Ready, Wood, Alter 7, Größe 120, Gewicht 23, Beschreibung. Wurde zuletzt am 17. Oktober 2077 im Baby Willards Wasserpark bei einer Geburtstagsfeier gesehen. Er hat braunes Haar, grüne Augen und trug zuletzt ein weißes T-Shirt und kurze braune Hosen. Sollten Sie oder jemand anderes Informationen über seinen Aufenthalt zu Ort haben, wenden Sie sich bitte an Miss Annie, die die Suchaktion in und um Baby Willards Wasserpark leitet. Mhm. Sprengstoff gehst du mal auch wieder auf. So viel Sprengstoff, da müssen wir mal ein bisschen was werfen. Befasse ich mit einem Geheimnis aus der Vorkriegszeit und finde heraus, was mit dem verschwundenen Jungen passiert ist. Wende dich an Miss Annie. Aha. Haben wir hier noch einen weiteren Laden. So. Schrotpatron brauche ich jetzt mal nicht. Stimpack aber schon. Silbermedaillon. Roboter, linkes Bein. Wir müssen auch mehr Rüstungsteile mitnehmen, finde ich. Das können wir anmachen. Ja. Hier können wir was trinken. Dann können wir das hier gleich zerlegen. Das war ja nicht so gut. Können wir alles zerlegen, was wir haben. Die macht Knochen und Leder. Wurde aber nicht gleich sofort zerlegt. So, und das hier. Steif bringt uns das von Sachen. Weiterwelt verdünnt. Können wir nicht aufheben? Ein Magnet und zwei Würfel. Schießstand ist aber mehr hier, so. Schützenverein von Clarksburg. Oh, komm. Wenn ich so gucke, schieße ich vorher mit dem Gewehr drauf und dann mit der Schrotflinte. So, vom Spielstil. Sei denn, ich finde nochmal ein ordentliches. Hängt jetzt vielleicht auch von der Pistole ab, ne? Wenn man da nochmal was ordentliches findet. Munitionsautomat. Jetzt könnte ich mir natürlich hier noch. Große ballistische Mengen, ballistische Faser. Achso, könnte ich mir auch so kaufen hier. War schon teuer. So, was haben wir hier? Ich nehme mir einfach mal so eine Waffe mit. 45er Patronen, das Schießpulver auch, das kann man sperren. Okay. So richtig. Können wir direkt essen, finde ich. Coca-Cola Quantum, ich trinke mir die auch gleich. Achso, und hier haben wir direkt wieder was zum Zerlegen.
Wieder ein Mod, 10 mm. So, this base for person wanting to fire small bore firearms, 22er, 17er. All targets must be within 20. So, dann konnte man hier so zielen, aber immer noch nicht. Wir können hier mit dem auf und wir können Bierflaschen einsammeln. Das hier sind Bierflaschen, oder? Ja. Ja. Das seht ihr. Und da haben wir noch eine. Haben wir abgeschlossen. Gute Arbeit, der Schießstand ist wieder vorzeigbar. Ich habe das Gefühl, heutzutage hat jeder Bedarf an guten alten Zielübungen. Naja, ein bisschen mehr müsste man hier schon noch machen. Ganz fertig sieht der noch nicht aus. Ah, hier haben wir den Aufseher der Schießanlage. Guten Tag. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Diese verdammten Papierziegel. Dem Wind und dem Regen halten sie schon nicht stand. Ganz zu schweigen vom radioaktiven Fallout. Leider verlangt meine Programmierung, dass ich für neue Papierziegel sorge. Ganz gleich, wie unnötig das auch sein mag. Ich bin nicht blind. Ich sehe, dass eine Apokalypse Clarksburg vernichtet hat. Aber meine Programmierung zwingt mich, hier zu bleiben. Ja. Früher haben wir Waffen und Munition verliehen. Ja, mit ihm gesprochen. Die müssen Gäste jetzt aber selbst mitbringen. Machen wir es mal selbst auch. Merkelschlösser, sehr schön. 45er Gold, Zaffermesser, Räderrüstung. Alles mal mitnehmen. Terminal des Schießstands. Können wir auch aufmachen. Jobs. 0 Treffer. Song ist es dann auch nicht. Eat. Bingo. Die Neudefinition des Plug and Play. Beim Schützenverein von Clarksburg lautet die Devise: Spaß macht nur, was kracht. Sie sind gestresst, weil ihnen ihr Ehepartner auf die Zeiger geht? Dann lassen sie mal so richtig Dampf ab und durchsieben sie unsere Zielscheiben mit einem Sturmgewehr. Inventar. 10 mm haben wir 613. 10 mm Munition. Naja, okay, die verschiedenen Sachen. Hinweis der Vereinsleitung. Ist es wirklich so verdammt schwierig, jeden Abend die Waffen zu reinigen? Mrs. Winchester hat sich am Dienstag darüber beschwert, dass sie Sturmgewehr Ladehemmung hatte. Von jetzt an geht niemand nach Hause, bis nicht alle Waffen gereinigt sind. Depp. Beobachtungsliste. Philip Jacobs. Ungedeckter Scheck. Bier nicht als Zahlungsmittel akzeptieren. Wilhelmina Small. Benutzt Munition mit illegalem Pulvergemisch. Geoffrey. Weigert sich, einen Ausweis vorzulegen. Pedro Velasquez. Schießt auf Ziele anderer Bahn. Victor von Dorn schreit auf Deutsch, was die anderen Kunden erschreckt. Aha, Selbststeuerung und verschlossen sowieso. Überlegt, ob es vielleicht hier noch so ein schönes Waffenlager gibt. 45er haben wir jetzt wieder. Zack, der Klinge, Sprungmesser-Mod. Aber hier ist das die Hütte davon. Wenn es hier nicht ist, dann weiß ich auch nicht. So, was wäre jetzt? Wir könnten jetzt den Weg hier runter gehen. Und dann so nach rechts. So, wir gehen erst nach rechts und wieder zurück. Nee, eigentlich macht die Richtung eher Sinn. Und mehr nach Westen gehen. Was hat man nicht noch aufgesammelt, um zu zerlegen? Oder doch nicht? Räderrüstung. Aber auch nicht viel passiert damit. Ups, radioaktiv war hier irgendwas. Sagen, hier ist ja noch ein Laden, aber der ist leider zu.
Müsst halt echt gucken, ob ich Unterhebel repariere. Oh, oh. Hello. Darf ich denn jetzt nicht in Kim und Korn gehen? Ich darf da hinten noch einen an. Jetzt. Leuchten das schnell die Geister. Das kam ja schnell an. Töte einen Kryptiden. Ah, der zählt als Kryptid. Okay. Sehr schön. Doch haben wir. Hier ist wieder was verfügbar. Können wir gleich machen. Schiffs, wir nehmen aber wieder Sachen mit. Okay, und einen Moment. Leider ist ein Rotzohr. So, was wollten wir? Wir wollten noch was einfordern. Spielbrett. Legendäres Modul, okay. So, Briefmarken. So, dann haben wir hier vergiftetes, ausgetrocknetes Seebett. Das ist auch nochmal was. Achso, und dann könnten wir auch hier rüber gehen. Oder halt ganz nach Westen und dann darüber zurück. Sorge neue Papierziele, das machen wir auch noch. Und Lorena hat eingeschaltet. Hallo Lorena, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich will mal, vielleicht werden wir doch ein bisschen Zeug hier los. Ich gehe jetzt mal zu diesem Camp hier. Achso, wir können es jetzt woanders hinstellen. Zum Beispiel hier. Oh, guck mal, hier ist Dr. Beffi Mangano. Sei herzlich gegrüßt. Vorsicht, die Kruste hier ist brüchig und du willst ja keinen Säurebad riskieren. Besonders nicht ohne Schutzausrüstung oder Immunität. Funktioniert beides gut. Du musst wohl einen guten Grund haben, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Was soll ich sagen? Ich mag das Abenteuer. Okay. Irgendjemand muss ja die Drecksarbeit machen und Monster in Schach halten. Apropos, hier gibt es viele schlimme Dinge. Reichlich Gelegenheiten, heroisch dafür zu sorgen, dass deine Lieblingswissenschaftlerin nicht getötet wird. Nach diesem Austausch von Nettigkeiten sollte ich jetzt weiterarbeiten. Oder hast du noch Fragen an mich? Wie es aussieht, nimmst du Bodenproben. Ist dein Interesse eher edaphologischer oder pädologischer Natur? Beides. Aber zurzeit liegt mein Fokus auf Edaphologie. Wir müssen dieses Land zurückerobern und selbst in den giftigsten Umgebungen Feldfrüchte anbauen können. Ich bin mit Dokuchaves Arbeit vertraut. Das war doch der Urvater der Bodenkunde, oder? Ja, so nennt man ihn. Seine Arbeit über geografische Variation und sein Bodenklassifikationssystem haben für dringend nötige Ordnung gesorgt. Du hast dich einem äußerst faszinierenden, wichtigen Thema verschrieben. Man könnte fast schon glauben, du versuchst, dich einzuschleimen. War bei meinen Studenten nicht anders. Plötzlich ist meine Spezialisierung überlebensnotwendig für die Spezies. Ich will der Apokalypse nicht danken, aber Relevanz ist schon was Nettes. Also, hier ist ein Exemplar, das dich interessieren dürfte. Wenn du es zerbrichst, könntest du darin nützliche Mineralien finden. Helium Endrock hinzugefügt, okay. Weißt du irgendwas über diese Stadt? Nicht viel. Ich weiß, dass sie Clarksburg heißt. Ansonsten habe ich mich ferngehalten. Da wimmelt es nur so von mutierten Menschen mit mieser Laune. In der Nähe ist ein Schießstand mit einem sehr engagierten Aufseher. Und ich habe aus dieser Richtung auch Hornsignale gehört. Aber es könnte Aufzeichnungen geben. Sieht gleichmäßig aus.
Könnte ein Zeichen von Zivilisation sein. Habe ich mir noch nicht angesehen. Okay, hast du eine Karte? Ich habe mich in deinen Augen verloren. Hä? Das können wir gleich auswählen. Okay, ich muss gehen. Ciao. Ich mach mal weiter. Und wir sind jetzt überladen. Da würde ich doch Platz sagen. Können wir hier eigentlich was reinmachen? So, okay, hier die Kuhle. Noch mehr. Pech. So. Ja, dann bauen wir es halt hier so ein bisschen hin. Hier haben wir doch Platz. Camp verlegen. Achso, wir müssen hier wieder gucken. Die darf man nicht. Ah, hier dürften wir. Dein Camp, Camp 1. Ja. Jetzt ist das von hier nach da. Wie Camps haben wir denn jetzt? Camp 1. Camp 2 haben wir nicht platziert. Mehrere machen, das ist natürlich auch eine Idee. So, gesamten Schrott haben wir schon mal gelagert. Wir haben aber immer noch recht viel, da müssen wir mal gucken. Das ist auch eine große Myelok-Königin, die Crunchies. Wie machen wir das am besten? Erstmal so. In den Baumodus. Oh, guck mal. Das ist sogar schon noch zusammen. Ja, dann machen wir das doch glatt. Und auch das hier wurde zusammengelegt. Oh, das ist doch ein bisschen sehr angenehm. Dann bauen wir auch mal. Will ich hier ein bisschen Verteidigung haben. Und hier können wir es ja auch drehen. Sie kommt auch an, alles klar. Ja, es ist ja schon dran. Brauche ich jetzt nicht. Karotte können wir noch platzieren hier. Und der Feuerstelle. Wie hier so. Nee. Hier nochmal so. Platzieren wir auch noch. Ach so, und die Tür brauchen wir natürlich nicht. Die hat nicht dazu gezählt. Aha, und platzieren. Wieder Strom. Der passt soweit. So. Wäre fast noch meine Idee gewesen, dass wir sagen, wir wechseln zum Baum. Und gucken mal noch, ob hier... Ah, neu ist ein Teppich. Ein Baum, warte mal. Öffne das mal. Und dann... Oh, der muss eher in die Erde, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte doch, ich hätte was gehört. Ach. So zwischen oder oben vorne raus hier so. Keine Ahnung. Wie mehrere davon? Die ist einfach nur was wir bauen, ja. So, Wände. Was haben wir hier noch? Türen. Herstellung. Zum Fallenschutz. So, hier hatte ich halt noch gedacht, dass wir nochmal sowas irgendwie vielleicht so aufbauen.
Vielleicht eher sowas hier. Barrikade vom mit Beton und Stahl und so. So, hier ist auch ihr Lager. Naja, aber dann ist es halt so. So, und dann können wir hier nochmal ein Geschütz hinstellen, finde ich. Hier oben haben wir... Ja, ist alles nicht so optimal, aber was willst du machen? Könnte man noch Licht hin machen? Was ist das? Eine Stachelplankenfalle? Nee. Sieht auch nicht schlecht aus. Aber das müssen wir erst freischalten. Stelle eine Bruderschaft, Barrikade. Wasser kriegt man hier noch, aber... Metterlingszuflucht, Turbodüngerkollektor. Nee. Was, die haben wir? Eine Wetterstation, ach so. Grill. Variation 1 von 3. Ach so, wir müssen ja aufpassen. Es gibt immer auch Variationen davon. Ach cool. Das Radio auch. Bei dem Bett hier auch. Ja, dann hätten wir hier mal ein ordentliches Bett hinpacken können. Aber wenn ich das hier so sehe, dann müssen wir nicht dieses räudige nehmen. Sondern zum Baum wechseln. Mach mal aus Schrott. Die wechseln zum Bauen. Sieht auch witzig aus. Nett mal jemand anderen hier zu sehen. Dann mach mal das hier mal. Finde Baupläne, um dieses Objekt herzustellen. Ach so. Ja, so viel dazu. Es gibt zwar Variationen, aber wir können es gar nicht herstellen. Dann bleibst doch bei diesem Schmuddel weg. Bett. Da ist was rum, naja. So. Was? Dann müssten wir mal, wie ich noch Folgendes gucken. Der Rotzor ist gleich weg. Was wiegt denn noch so viel? Haben wir noch so viel zu verwerten? Ja, okay, das können wir noch machen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Aber diesen ganzen Schrott einzulagern, bringt uns nicht so viel mehr. Was wiegt ansonsten bei uns so? Naja, okay, wir haben einiges an Waffen mittlerweile. Die wiegen auch ordentlich. Aber ein paar will ich, die beiden will ich eigentlich mitnehmen. Der Kultistendolch, ja, dann
Den kann ich am einen sammeln oder ablegen. Rüstung ist nichts Neues. Hier. Was bei Verbündeten. Das machen wir auch mal alles hier rein. So. Wertgewicht. Okay, der gegrillte Ratörsch. Das bietet alles noch ein bisschen. Hier irgendwas Besonderes. Auch hier Gewicht. Stimpack, super. Müssen wir halt irgendwann mal nehmen. Bietet halt richtig viel. Stealth Boys haben wir noch. Ah, müssen wir mal gucken. Hier die Atomraketenschlüsselkarte. Keine Ahnung. Legendäre Module. Noch ein bisschen. Eisenerz und Co. Muss man doch irgendwie einschmelzen können, oder nicht? Reparier-Kit. Werten und Lagern. Ah, ist auch nicht so viel. War klar, mehr Waffen. Bauplan. Das wollte man verkaufen. Schrott. Haben wir jetzt keinen mehr? Mods. Mods. Hätte ich gedacht, welche. Aber habe ich vielleicht. Meine Munition. Okay, die wiegt halt nochmal ein bisschen was. Ach ja. Ja, dann ist es halt jetzt erstmal so. Was haben wir gehabt? 222. Wir haben auch einen Haufen aufbereitetes Wasser. Allein da kriegen wir schnell ein weniger, wenn wir da ein bisschen was trinken von. Was hat man dann hier? Rad Hirsch. Was habe ich gelesen? Rad Skorpionsteak natürlich auch. Noch was getrunken. Dann passt das ja erstmal so weit. Camp 1. Hier wäre halt die Meierlock-Königin. Könnte natürlich auch viele Geschütze aufbauen. Und dann versuchen die anzugreifen. Und ich habe ja auch. Warte mal, wie war das jetzt mit dem. Mit den Waffen? C? Immer wenn ich das Waffenmenü haben will, dann taucht es auch auf. Aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie ich es aufrufe. Splitterminen, die kann ich noch loswerden, eigentlich. Oder ich packe sie hier vorne hin. Ein schönes Minenfeld. Dann werde ich sie auch los. Und dann werden wir hier mal schön die. Die Meierlock-Königin los. So viel dazu. Autsch. Und was explodiert hier? Also, ja, ich weiß, was explodiert, aber. Irgendwas Feindliches ist hier. Hätte ich gedacht. Aber vielleicht war es die Königin noch, ne? So, ja, das sieht alles ganz schön radioaktiv aus. Okay. So. Dann. Mir eigentlich ist das ja ein guter Ort, um zu sagen, mit dem Schutz so, was wir so haben. Schütz zum Fallen. Was haben wir hier noch? Ein Scheinwerfer.
auch witzig. Den wir nicht machen. Also in eine bestimmte Richtung. Verteidiger Stufe 2 haben wir aber nicht. Mach ich erstmal die noch hin. So, dass wir hier halt ein paar haben, die ein bisschen Feuerschutz geben. Wir können nur 7 von 10, ich dachte 20, aber vielleicht war das bei der Werkstatt. Jetzt haben wir 10 von 10. So, und jetzt, wie ich schon gesagt, würde mich immer noch interessieren. Was möchte Lorena uns damit sagen? Stopp und hör. Was heißen die Smileys? So, wir hätten hier genügend Feuer gehabt. Denke ich, keine Ahnung. Ansicht, Details, Skills ablegen, sortieren, Favoriten. Da, mit Mausrad war's. Ach Gott. Und dann würde ich gerne sagen, das wollte ich ändern. Booms, die kamen wir hier. Werfer haben wir da. Das Wasser ändern wir hier zum Daisy Cutter. Dann hätten wir hier was ordentliches, da was ordentliches, hier was ordentlich, Raketenwerfer und das. Was können wir jetzt bereuen? Vielleicht macht es jetzt unser ganzes Lager kaputt. Oder aber wir erledigen so. Das Munition haben wir ja. So, Kollegen, ihr könnt jetzt auch mal langsam schießen. Leute! Nö, seht ihr? Doch, jetzt. Was hat gut funktioniert? Moment. Ja komm, wozu sonst? So, dann machen wir gleich weiter. Jawohl. Schöner Levelaufstieg. Verdient. Erstmal sammeln wir ein, was wir hier haben. Ein Riesending. 40 mm Granaten, ja, wir haben ja drauf geschossen. Basemaster, Myolog Flash, kurzes Gatling-Geschütz. Ja. Das können wir ja wieder zerlegen. Oder? Was war das für ein Ding? 5 mm verschießt das. Aha. Sieht so aus. Das ist ja auch witzig. Aber brauche ich, glaube ich, nicht. Muss man wahrscheinlich auch erstmal anpassen. Es macht natürlich 72 Schaden. Das ist schon ordentlich. Wie die 5 mm. Ah, ich zerleg's trotzdem. Komm. Hat jetzt nichts gebracht. Schade. Ja, Lorena sagt nicht, was wir hier, das haben wir repariert, sind einige kaputt gegangen. Aber Lorena sagt nicht, was sie mit ihrem Smiley meinte. Und die gehen wieder. Was durch die Mini-Atombombe, das ja so kaputt ging? Könnte was sein, ne? So, weiter im Text. Mehr oder weniger.
Ein bisschen mehr haben wir ja jetzt. So, hier können wir nochmal Kochstation machen. Das Fleisch war ja eigentlich sonst immer ganz gut. In Fallout 4 war es auf jeden Fall das. Firelock, Königin, Ding, Steak. Ausdauer plus 2. Ich weiß, glaube ich, noch mehr sonst bei Fallout 4, würde ich sagen. So, aber Stufenaufstieg. Und ich möchte jetzt Folgendes überlegen. Fähigkeit Schleichbewegung zu entdecken, die Waffenpräzision im BATS. Ich könnte jetzt aber auch sagen, keine Ahnung, mehr gesagt, und kriegt eine andere Karte. Ich erhöhe jetzt zum Beispiel Endurance, probiere ich jetzt mal aus. Und Filter, Tab aus, Charisma. Und jetzt kann ich mir was anderes auswählen mit C und Z. Blutiger Tod, okay. ...5% Bonusschaden lässt Gegner gelegentlich zu einer blutigen Masse zerlegen. Ja, okay, das ist so typisch. Filter 2 Punkt. 3 Punkt. Du wirst niemals alkoholabhängig von Schnapshase. Okay, neu. Wir könnten auch gucken, was neu ist. Stärke, Wahrnehmung. Ich könnte quasi auch hier Leibwächter, Reduktionsanitäter, Feldchirurg, Campingprofi. Das Glück ist mit den Trinkern. Ein Glück erhöht sich. Es gibt hier heilende Hände. Einsamer Umherz. Hier, das haben wir ja. Hat die Hengst. Philanthrop. Hauptmanöver. Denn dein Dorf verstrahlen dich nicht mehr und heilen 50% mehr. Schnellreisen kostet 30% Kronkorken weniger. Auch eine interessante Idee. Aber da haben wir was. Oh, ich hatte jetzt Endurance. Oder Ausdauer. Ich nehme auch hier was von. Das hatten wir ja Feuerfest. Ist hier was Neues? Geimpft. Solarenergie. Mehr Stärke und mehr Ausdauer. Auch interessant. Mehr Vorteile durch. Haben wir ja schon. Oder wir verbessern halt irgendwas. Da weiß ich auch nicht, ob es besser ist, neue Karten zu kriegen. Alle Getränke löschen, zusätzlich mehr Durst, ne. Der Körperteilschaden wurde reduziert. Da ist beim Schwimmen kein Strahlungsschaden mehr. Das ist, glaube ich, ziemlich stark. Du kannst länger unter Wasser atmen. Ich weiß nicht, ob das für alles vom Wasser halt gilt. Aber wo wir eben waren, also fürs Erkunden ist es vielleicht ganz gut. Aber wir haben ja auch noch einige Sachen, die wir machen könnten. Weniger Show, doppelte Wirkung. Krank werden, nee. Aber man nehmen wir wirklich hier Aquaboy rein. So, dann wieder mehr Leben. Wie viel Leben haben wir denn? 300. Keine Ahnung. Bin mir noch nicht so richtig sicher, ob mir das so gefällt hier mit dem Töterkeule. Erstmal auch mal. So, und was ich gucken wollte, war... Die hat noch eigentlich genau Verteidiger. Da hätte ich noch eins gebraucht. Agility nehmen wir vielleicht als nächstes. Nochmal mehr. Nahrungsmittel wiegen weniger.
teils teilen. Du brauchst mindestens jeden Skillpunkt, der zu teilen Karte. Okay. Ach ja. Aber ich verstehe, wie das läuft so. Ja. Wir kommen hier immer noch nicht voran. Aber ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. So. So. Das ist noch parat. Hier haben wir nichts mehr parat. Ja, ich weiß nicht, mit diesen Skillen, ich werde noch nicht so ganz warm mit diesen Karten irgendwie. Irgendwie ist radioaktiv. Oder das Haus, keine Ahnung. Hier ist das für uns jetzt radioaktiv. Ja, was giftiges Wasser ist, so viel zu Aquaboy. Beim normalen Wasser offenbar. Holzmine, Impro-Gewehr. Protestschild, was steht da mit dem Protestschild? Können wir auch nehmen. Gegen Automation. Können wir das tragen? Man sehe ich hier, ob ich das noch keine Mods. Gibt es dafür Mods? Mit dem Schild müssen wir eigentlich dann so Roboter verprügeln. Ne? Was haben wir hier? Eine Farm? Ehemalige Farm? Woods Anwesen. Mhm. Hier ist davon ja nicht mehr übrig. Hier haben wir noch ein Bild. Ist das nicht der Junge, der gesucht wird? Wurde. Terminus Woods Anwesen, Eigentum von Arthur Wood. Achtung, unbefugte Nutzung ist gesetzlich verboten. Okay. Persönlich. Molly. Walltech Projektunterschlupf. Das klingt auch interessant. Arthur Liebling, ich bin aufgeregt darüber, dass wir bald Eltern werden, aber ich habe auch etwas Angst. Ich bin so froh, dass du zugestimmt hast, Otis bei dir im Berg arbeiten zu lassen. Ich weiß, du findest ihn anstrengend, aber es ist nun mal mein einziger Bruder und ich liebe ihn. Ich habe mir eine kleine Dummheit erlaubt und etwas sehr Teures für das Baby bestellt. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Hab dich lieb, deine Molly. Lager Tomahawk. Sehr geehrter Mr. Wood, vielen Dank, dass Sie uns die Chance geben, Ihren Sohn Freddy zu einem Pfadfinder-Pionier zu machen. Wir freuen uns sehr, dass er unser Sommerlager besuchen wird, denn wir haben viele gesunde Aktivitäten geplant, die ihm viele neue Erfahrungen bescheren werden. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Sorgen haben. Pionierführer James A. Johnson. Nanny Annie. Mr. Wood, vielen Dank für Ihre kürzliche Anfrage bezüglich der Verbesserung für Ihr Modell von Miss Nanny. Ich habe Ihnen per Post einen Katalog zustellen lassen, der unsere neuesten Innovationen enthält. Bitte, wenn Sie weitere Fragen haben. An mich bin ich hochachtungsvoll Jeff Perry, Verkaufsleiter General Atomics International. Voltec-Projekt Unterschlupf, Mr. Wood, zu Ihren Fragen. Ja, es ist Platz für Sie und Ihren Sohn. Zweitens, ja, Ihre Kriegsanstrengungen werden in höchstem Maße geschätzt. Drittens, ja, Sie können einrichten, dass Ihr Sohn an einen sicheren Ort gebracht wird, sollten Sie im Falle eines Kriegsausbruchs getrennt werden, was sehr wahrscheinlich ist. Wenn er sich an einem der folgenden angegebenen Orte befindet, können wir helfen. Sein Haus, seine Schule.
Viertens, nein, seine Nanny wird ihn nicht begleiten können. Mit freundlichen Grüßen, Wojtek. Okay. Unternehmensangelegenheiten, Sicherheitsdaten. Mr. Wood, leider gab es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen drastischen Anstieg von Vorkommnissen, welche die Arbeitersicherheit betreffen. Sollte der Aufsichtsrat das zu sehen bekommen, würde es keinen guten Eindruck machen. Selbst als bevorzugter Partner der Regierung würde Graftons hier einige Kritik einfangen. Vielleicht können wir einfach das Format des Berichts etwas umstellen? Das spricht übrigens auch für automatisierte Arbeiter. Reparaturen sind um einiges billiger als Gerichtsverfahren. Was meinen Sie, Stacy? Arbeitermoral. Mr. Wood, die Moral der Arbeiter ist im Keller. Ich habe etwas herumgefragt und es scheint, dass Otis Pike schlecht über die Firma redet. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich anordnen, seine Aktivitäten genauer zu überwachen. Hochachtungsvoll, Stacy. Kündigung. Mr. Wood, ich habe den betreffenden Mitarbeiter gekündigt und seine kommunistischen Überzeugungen an die Regierung gemeldet. Entsprechend des zu Kriegszeiten gültigen Arbeitsrechts könnte er als Verräter gehängt werden, wenn Sie die Sache weiter verfolgen möchten. Wie wollen Sie vorgehen, Stacy? Produktion. Mr. Wood, unsere Produktivität ist drastisch gesunken. Ich vermute, dass die Arbeiter automatisierte Hilfe gezielt sabotieren. Ich fürchte, dass sie in diesen turbulenten Zeiten vielleicht nicht die beste Wahl sind. Könnten Sie herausfinden, ob Einberufung uns weiterhelfen könnte? Während wir auf die Lieferung neuer automatisierter Arbeiter warten, warten wahrscheinlich, mit freundlichen Grüßen, Stacy. Aha. Steuerung des Anwesens. Eigentum von Arthur Wood. Achtung, unbefugte Nutzung ist gesetzlich verboten. Das ist ja interessant. Steuerung des Anwesens, finde ich, wirkt ja so, als wäre hier noch ein bisschen mehr versteckt. Scheint auf jeden Fall wichtig gewesen zu sein, der Kerl. Wenn es nicht hier ist. Hier noch eine Tür oder so. Geht runter. Dann würde ich mal ins Gewächshaus gucken. Dann geht unten noch, irgendwas. Nee. Hier steht jemand. Was schaust du mich so an? Ein Raider, Psycho. Auch hier nicht wirklich irgendein wunderbarer Eingang sichtbar. Wir haben das Haus, das haben wir besucht. Was ist mit der Garage? Gitterfahren. Verschlossen. Oder was kann man noch am Anwesen steuern? Was könnte mal damit noch gemeint sein? Kommt hier rein. Sieht nichts nach dem Eingang eigentlich aus noch. Nee. Naja, dann ist es halt so. Gehen wir weiter. Das ist eine große Schildkröte. Ich will mal auf die Schildkröte jetzt drauf gehen. Jetzt haben wir mal ein Tier vor der Nase. Ist hier was drin? Nee. Hier irgendwas mit der Schildkröte ist, wenn wir dort sind. Was sieht ja eher nicht danach aus? Ja, jetzt sind wir genau drauf. Hier ist jetzt nichts Besonderes. So. Wir können aber hier noch mit Hemlock Holtz Koch sprechen.
Warum auch immer, wofür auch immer. Ja, und das war früher mal eine Tourismusgegend. Wo ist er denn hier? Ein kleines Lager. Fernglas. Aufbereitetes Wasser. Eine Impro-Pistole, Baseballgranaten. Und da hat er hier raufgeblickt, ja. Von hier aus sehen wir auch schon ein bisschen im Wasserpark. Und da ist ein... Okay, der steht hier so. Aber hier ist ein Vertibird. Was haben wir da noch so? Ein bisschen Schutt. Strom. Ein bisschen Schrott. Und da ist ein Haus. Und da ist, glaube ich, der Kollege. Und das war vielleicht früher mein... Keine Ahnung. Ein Golfplatz offenbar. Denn dann gucke ich hier erstmal zum Vertibird. In der Hoffnung auf interessante Vorräte. Auch ganz schön wieder so eine offene, komische Gegend. Die Sorgen mache, dass mir hier gleich eine Todeskralle, die Red Kakerlake, über den Weg läuft. Noch mehr Vertibirds oder einer hat die so ein Wachtransport hingepackt. Zürntes Monster von Grafton habe ich da eben gerade gesehen. Nee, du dicke Snelly gestern hier. Aua, ihr mit euren... Leben. Helfen die uns? Keine Ahnung. Aua, ich kam nicht weg. Ja, dann dürfen wir da nochmal neu spawnen, ey. Super. Holen wir unser Zeug mal wieder. Recht sowas. Also kriegen wir auch ein bisschen. Nee, immer noch viel Gewicht. Greifen die jetzt irgendwas an? Hier sind drei so eine strategisches Luftkommandozentrale. Strategische Luftkommandozentrale. Vertibird. Keine Ahnung. Da sind sie wieder. Einer hat fast volles Leben wieder. Ich hätte vorher nachladen sollen, ne? Vielleicht machen wir das mal einen weg. Boah, da hat sich der Kopf gelöst. Schnelle Gestern Leder. Immer mit hier, die Da ist das Monster, auf das wir das angreifen.
Craften-Monster. So, aber was hat es mir mit dem Birdie Bird auf sich? Kommen wir hier irgendwie rein? Oh, hier liegt jemand. Ist aber leer. Plasmagranaten. Das ist in Ordnung. Hier war hier leider nicht. Was ist das? Öl oder? So, hier haben wir noch abgekochtes Wasser, das nehmen wir mit. Was haben wir noch gesehen? Vielleicht eine Radkakerlake, okay. Oh oh. Radaktiv. Die Dämpfe sind doch radioaktiv. Das ist der Koch, mit dem wir reden sollen. Was war hier sonst? Was hat die so? Was spritzt da so runter? Keine Ahnung. Reden wir erstmal mit ihm hier, was er noch sagt. Okay. Das sind nicht mal annähernd genügend Redhirsch-Steaks. Habe ich jetzt mein Zeug mitgenommen? Ich glaube nicht. Das Monster ist immer noch da. Ah. Nate ist vorbeigelaufen. Naja, die kriegen schon gut Schaden. Das auch. Ich wollte mir auch diesen Tarnanzug, genau dafür wollte ich diese ballistischen Sachen holen. So, hier haben wir einen. Nicht viel. So, hier. Okay, wir haben mit ihm geredet. Er will eigentlich nur, dass wir ihm Fleisch und Co. holen. Aber wirklich von unterschiedlichsten Viechern. Aber halt unter anderem auch von einer Todeskralle. Hier ist noch eine Werkstatt, offenbar. Könnten wir einen holen. Können wir hier wieder Sachen hinbauen. Ob das viel bringt. Wird man da wieder was draufbauen, auf was auch immer das ist.
Echter Säure könnte man erbauen. Und Gold und Kristall. Naja, wenn wir mehr Siedlung bauen, dann merkt man das vielleicht mehr. Und da verabschiedet sich Fallout, da hätte ich gedacht, es ist vielleicht Steam Overlay, aber doch ganz offensichtlich ist es das nicht. Aber es war jetzt kein schlimmer Zeitpunkt, glaube ich, weil wir ja, nichts viel verloren haben. Doppelte Menge an Score können wir verdienen. Also, wenn ihr noch Tipps habt für was gegen Abstürze hilft. Ja, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ein bisschen recherchiert hatte ich schon, aber ein Punkt war halt, das Steam Overlay zu deaktivieren. Das habe ich nun getan, aber wie wir sehen, das war es auf jeden Fall noch nicht. So, wir haben das entdeckt. Und was haben wir hier noch? Notfallprotokolle. Untersuche das Signal an der Abschussstelle. Ich lasse einen Freund in meinem Camp wohnen. Verbindet da wieder. Wir haben hier einen Freund, schön. Verstehe nicht, wie dem wir eigentlich noch weiter helfen wollen, aber ich weiß nicht genau wie. Da nochmal Aufgaben gibt. Oder kann man mehrere? Kann ich nicht mit einem, oder? Was ich mit dem Geheimnis aus der Fortkriegszeit? Ja, das haben wir. Was haben wir da hinten? Das ist doch schon diesen Raider. Okay. Verbündete. So wie diese schöne Opfassung. So, kommen wir zum Wasserpark. Hier hat man geparkt. Oh, hier wird geschossen. Insel Zoloband, meine letzten Wünsche. Tja, hier wären wir, Dorothea. West Virginia. Wie du es immer wolltest. Ich wünschte mir so sehr, du könntest es jetzt sehen. Vielleicht ist es besser, dass die Leukämie dich geholt hat, als du noch jung warst. Dir wurden die Schrecken des Krieges erspart. Das ist mir ein kleiner Trost. Aber ich habe was versprochen. Und ein Opa hält sein Wort. Unsere Liste mit den Orten, die du sehen wolltest? Tja, ich werde sie alle besuchen. Das tue ich für dich, Dorothea. Ich weiß, du bist da oben bei den Engeln. Und bevor diese Welt ganz untergeht, wirst du stolz auf mich sein können. Ich habe diese alte Kamera, die dir so gut gefallen hat. Und verdammt, da kommt jemand. Hoffentlich nicht wieder dieser Plünderer. Wir beenden das später. Schießt denn noch auf den? Okay, der hat so eine Liste gehabt und da stand irgendwas von Freddy's Gruselhaus. Das klang auch nochmal interessant, da war aber noch nicht. Und das kennen wir auch noch nicht. Das ist ein Gruselhaus, keine Ahnung. Die Teekanne hatten wir hier unten noch gesehen. Was? Was, Lorena, was passiert? Keine Ahnung, wo das Haus sein soll.
Vielleicht ist es sogar auch hier irgendwo noch. Hier ist ein Wasserpark. Finde Funkvakuumröhren. Wofür eigentlich? Täglich Kommunikation ist alles. Achso, für die tägliche Quest halt. Die Raider. Nichts? Was drin da? Alles gut. Ah, wollte er nur verstehen, ja, was du mit dem Kommentar sagen möchtest. Funkvakuumröhre, die sollen wir mitnehmen. Na komm, können wir das hier schon mal aktiv schalten? Tischventilator. Safe können wir entsperren. Silbermedaillon. Kaliber 50 Maschinengewehr. Richtig Munition mit dabei. Oh, jetzt das wird spannend. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, Spy ist Stufe 25, aber das ist noch heiler. Und dann können wir das andere mal zerlegen, in der Hoffnung, dass wir da was Schöneres draus machen können. Bessern können. Das ist wieder Tickets. Ist auch abgeschlossen. Der Mondaffe-Sturmfeuerzeug. Was ist hier noch ein Rezept? Das kennen wir aber schon. Aber apropos Impulsminen, Naschkatzenmesserfusine. Apropos, würde ich mal hier noch Hilfsmittel, Notizen. Der ist bekannt, aber der Walltech-Bauplan noch nicht. Und ich hatte hier noch ein gezogenes DCTS-Rezept. Wie geht's dir, Lorena? Was machst du so? Irgendwie nach unten auch. Das Wasserventil bei Babys Billards. Vielleicht kommt hier doch Wasser. Wenn wir jetzt sowieso überladen sind, können wir auch andere Waffen noch, finde ich, mitnehmen. So. Hier ist die große Wasserbahn gewesen. Witzig, wenn hier über wieder Wasser reinkäme. Oh, hier geht's richtig runter. Aber nicht, ob ich da unten rein will. Ich sitze im Bett und schaue deinen Stream an. Das ist schön. Schön entspannt. Gucken. Während wir hier versuchen. Ich weiß noch nicht, worum ich mich zuerst kümmern soll. Oh, jetzt ist die Ausdauer weg gewesen. Vielleicht können wir da hinten was zerlegen. Also wir müssen diese große Waffe halt zerlegen, die wir mit haben.
Nee, hier ist nur was zum Wahrsagen. Restrooms. Da wird sowas nicht sein. So, da können wir halt einmal unten hin. Denke ich. Und das andere, weiß ich nicht, was da ist. Gucken wir mal. Kaputte Vakuumröhre. Funkvakuumröhre. Reparierfunkvakuumröhre an einer Bastelwerkstatt. Aber schmutzige Arbeit können wir hier lesen. Larry, rate mal, wen sich Aufseher Jenkins wieder fürs Toilettenputzen rausgepickt hat. Wenn du auf dich selbst getippt hast, dann ding 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 ding, gewinnst du einen Preis. Ach ja, und diese Woche ist wieder Chili-Wettkochen, also deck dich schon mal mit chemischen Reinigungsmitteln ein. Ich habe eine Ladung davon im Versorgungs... Fallout. Das war jetzt ein bisschen zu schnell hier, der Absturz wieder. Was soll das denn? So, wir sind weiterhin überladen. Ein Kampfhund ist hier. Okay. So, was sollen wir jetzt noch machen? Reparieren. Das ist da drüben. Wir werden jetzt zur Not natürlich auch zu unserem Camp. Aber ich hatte auch was gesehen zum... doch nicht funktioniert das Treffen hier. Was stand denn noch? Keine Ahnung. Guck mal, er liegt jetzt nicht mehr hier. Oder was, ein anderes Auto? Wieso war das hier, glaube ich? So, und wir wissen, da hinten rechts war so eine... Komm. Okay, ich habe ja gesagt, wenn ich überladen bin, dann kann ich ja jetzt sowieso die auch noch mitnehmen. Dann bauen wir die schön auseinander. Und hier rechts hatte ich ja was zum Zerlegen gesehen. Ich kann noch mal gucken, wie es hier aussieht mit Essen, Trinken, Co. Ich habe auch so Zeug, Zeugustar zu Co. Das kann ich eigentlich auch mal loswerden, verkaufen oder was weiß ich. So, essen und trinken hier. Einmal Steak von mir aus und ordentlich Wasser. Just drink vielleicht auch noch. Auch ein bisschen Wasser. Brombeerensaft hier. Passt das auch? Da kriegen wir auch wieder Leben wieder. So, was hier? Oder war das nochmal, ist das eine andere Hütte?
Parksicherheitsterminal. Okay, da haben wir noch ein Safe, der geht vielleicht dadurch auf. Dies ist ein privates System. Und Eigentum vom Wavy Villards Wasserpark. Zugriff ist nur berechtigten Personal gestattet. Unbefugte Nutzung ist gesetzlich verboten. Betrieb. Verlängerte Öffnungszeiten an alle Mitarbeiter. Zum ersten Mal in der Geschichte des Parks werden wir auch im Oktober öffnen. Das Wetter ist dieses Jahr so mild, dass wir die Gelegenheit nutzen möchten, um vor der Winterpause noch mehr Besucher willkommen zu heißen. Im Oktober sind folgende Öffnungszeiten geplant. Montag bis Freitag 12 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr. Bei schlechtem Wetter werden wir entsprechend kurzfristig schließen. Die Verwaltung. Ich hätte auch gedacht, so ähnlich war das bei Nuka World doch auch, oder? Geburtstag, also mit dieser... Doch, Nuka World ist es. Geburtstagsfeiern. Die folgenden Geburtstagsfeiern sind im Oktober. Da machen wir Musik, okay. Sind im Oktober im Bereich Splish Splash geplant. 2. Oktober. Familie Johnson und Freunde feiern den 8. Geburtstag von Stacy Johnson. 13. Oktober. Familie Williams und Levelin feiern den 3. Geburtstag von Blanche Williams. 17. Oktober. Familie Davis und Freunde feiern den 7. Geburtstag von Nate Davis. Alle verfügbaren Mitarbeiter werden sich versammeln, um für die Kinder ein Geburtstagslied zu singen. Die Verwaltung. Schichtbeginn. Mitarbeitern ist es nicht länger gestattet, sich mehr als eine Stunde von ihrem zugewiesenen Schichtbeginn oder... Alter. Frech. So, jetzt haben wir es mal benutzt hier. Schrotflinte haben wir genug Mini eigentlich. Jetzt haben wir hier noch eine Vakuumröhre. So, ist nicht erlaubt, Schicht beginnen sich irgendwie zu entfernen, so wie ich es gesehen habe. Holoband-Untersuchung, was haben wir hier? Alle Mitarbeiter, die sich an der Untersuchung der Holobänder beteiligen, sollen sich in den Keller des Personalbereichs begeben, wo die Holobänder des letzten Monats aufbewahrt werden. Melden Sie sich beim Sicherheitsaufseher, um sicherzugehen, dass Ihre Arbeitszeit korrekt aufgezeichnet wird. Vielen Dank für Ihre Hilfe, die Verwaltung. So, Alarme. Falschgeld. Im September haben unaufmerksame Mitarbeiter insgesamt 5 Falschgeldscheine angenommen, was zu einem Verlust von gesamten 47 Dollar führte. Das war in der Geschichte des Parks der schwerwiegendste Verlust dieser Art. Unser Sicherheitsteam wird umgehend Lehrgänge für Mitarbeiter durchführen, um ihnen dabei zu helfen, Falschgeld zu identifizieren. Es ist in ihrem Interesse, dieser Angelegenheit höchste Aufmerksamkeit entbehren zu bringen, da weitere Verluste ihnen vom Gehalt abgezogen werden. Eindringling, Entführung sogar. Sicher haben alle vom vermissten jungen Freddy gehört, der womöglich im Zuge einer Antikriegsaktion aus unserem Park entführt wurde. Die Verwaltung und unsere Sicherheitskräfte arbeiten eng mit der Polizei von Grafton zusammen, um das Kind zu finden. Jeder Mitarbeiter, der zur Unterstützung der Ermittlung Holobänder auf mögliche Hinweise prüft, bekommt für die damit verbrachte Zeit den Überstundenzuschlag gezahlt. Okay. Hat sich dafür eingesetzt? Holoband-Untersuchung, 18. Oktober. Schließen von der Nachtschicht. 12 Stunden lang nichts als Kinder, die am Schwimmbecken spielen. Keine Hinweise. Bob. 19. Oktober. Habe mir 12 Stunden Filmmaterial von der Sliver-Rutsche und der Kinderrutsche angeschaut. Habe ein Band gefunden, auf dem scheinbar zu sehen ist, wie der Junge von der Sliver-Rutsche entführt wird. Schien seinen Entführer zu kennen. Ich habe das Band im Büro vom Sicherheitsoffizier hinterlegt. Da können die Feds oder wer auch immer es sich abholen. 20. Oktober, 8 Stunden und nichts, hab mir das Material vom Brunnen angeguckt. 21. Oktober, 10 Stunden Bänder aus den Toiletten, unvorstellbar, was manche Leute da treiben, aber keine Spur von dem Jungen. Komm. 22. Oktober, ganz schön ermüdend, 6 Stunden vom Gator-Rachen und 4 von den Picknicktischen oben, nichts gefunden, Pete. 23. Oktober, 3 Stunden Essensstände, da hat ein Typ wegen einer Packung einen ziemlichen Aufruhr gemacht. Vielleicht ist es der gleiche wie auf dem Band von den Rutschen. Ich lege es mal beiseite und bringe es am Ende der Schicht ins Büro. Okay, da haben sie nach dem Jungen gesucht. Ich bin jetzt hier nichts groß von der Klammerbox, nichts groß von der Anlage von dem Park hier steuern, aber
45er Munition. Oh. Ja, wir haben so ein paar Hinweise bekommen, dass sie nach dem gesucht haben. So, hier sind wir aber reingegangen. Und haben, können hier verwerten. Einiges. Ah, ich hoffe, wir haben jetzt nicht die Vakuumuhr so. Ist hier der kurzer Lauf. Wir könnten. Wir haben echt viele doppelläufige Schrotflinten gefunden und auch schon viele Sturmgewehre. So, und dann hatten wir hier noch das hier. Das würde ich gerne zerlegen. Das wird 18. Schwerer Lauf. Das ist sehr schön. Dann können wir das hier nämlich vielleicht mal anpassen. Eine Imp-Pistole haben wir auch noch. Und das Protestschild. Das hilft nicht. Hier ein Probegewehr auch noch. Oh. Schon haben wir wieder halbwegs normale. Wir haben jetzt immer plus 20 mittlerweile noch. Soll ich echt nochmal schauen, dass ich was finde, um weniger tragen zu müssen? Nein! Deine Gewehre biegen. Bogenschütze, Extrawurst, Gewehrschütze. Boxer haben wir ja auch einiges. Rüstmeister. Rüstmeister haben wir nicht. Waffenschmied haben wir. Okay. Aber apropos, wir haben hier eine Rüstungswerkbank. Wir haben auch was, was kaputt ist. Das können wir gleich nochmal gucken. Die hier ist was kaputt. Das kostet mich auch immer gleich wieder ballistische Fasern. Ist nicht so cool. Kocht ist so ohne Extras. Wir haben auch nichts weiter freigeschaltet. Hier können wir auch nochmal. Hier können wir nicht mehr. Da fehlt uns schon wieder Schrauben. Ballistische Faser. Okay. Könnten aber. Das ist eine hohe Stufe. Stufe 40. Hier zum Beispiel. Aber auch hier haben wir nichts extra weiter. Die Raider-Rüstung. Seid verschweißt, gestärkt, aber auch wieder mit Taschen nicht so einfach. Ihr seid echt auch viele Mods dafür. Na, was will man machen? Das Annie ist hier noch und das Wasserventil beim Wolfen. Ich würde das gerne auch nochmal aktiv schalten. Komm her. Frech. Wieder doppelläufiger auch. Komm. Haben wir getroffen. Kritischer Schaden. Aber er lebt noch. So. Kann ich aber wieder hier machen. Bowie-Messer. Okay, das zählt aber nicht als nahe Leiche hier. Ist auch immer ein bisschen laden hier, dass er da. Hallo? Aber dann können wir es hier gleich. Ich würde es gleich nochmal wieder zerlegen. Was man hat, hat man. Viel Waffen wieder davon finden.
Leuchtvisier, solider Verschluss. Echt mal gucken, die Jagdgewehre können wir echt wahrscheinlich sehr. Ja, dann modifizieren auch schon. So, einmal runter und einmal hier oben irgendwie. Vielleicht reden wir erstmal mit ihr. Bam. Ja, jetzt haben wir wieder das. Na, hier war doch eben einer. Vielleicht gehen wir trotzdem erstmal rüber. Vielleicht kommt hier Wasser rein, ich weiß es nicht. Wäre ganz witzig. Irgendwie glaube ich nicht, wäre ganz schön viel Dynamik. Aber mal sehen. Excusez-moi, Sie da. Sind Sie hier, um Freddy zu finden? Wer ist Freddy? Was du auch immer verkaufst, will ich nicht. Du klingst besorgt. Kann ich irgendwie helfen? Oh, wie nett. Oh. Das haben meine Empathie-Algorithmen seit so viel. Sag mal, geht's noch? Oh, eben. So. Und wieder beides mitnehmen. Der nächste. Kommt der nächste. Ich fasse es nicht. Die nächsten beiden. Ja, passt für mich jetzt so. So, können wir jetzt in Ruhe ein Gespräch führen? Excusez-moi, Sie da. Sind Sie hier, um Freddy zu finden? So, nochmal, du klingst besorgt, kann ich irgendwie helfen? Oh, wie nett. Das haben meine Empathie-Algorithmen seit so vielen Jahren nicht mehr verarbeitet. Bitte, helfen Sie mir bei der Suche nach meinem Freddy. Sein Vater hat einen Peilsender an Freddy angebracht, den der Junge nicht entfernen konnte. Aber an diesem furchtbaren Tag sendete er nicht mehr. Die Polizisten haben es versucht. Es war ganz einfach, es gab Hinweise. Dann geschah all das hier. Mein Freddy wurde nicht gefunden. You know? Also soll ich weitermachen, wo die Polizei aufgehört hat? Er ist also vor dem Krieg verschwunden, das ist schon ziemlich lange her. Was springt für mich dabei raus? Dann machen wir das Erste. Oh ja, im Sicherheitsbüro gibt es bestimmt Hinweise. Aber Nanny kann ihre Privatsphäre-Protokolle nicht umgehen. Das Betreten des Sicherheitsbüros ist nicht gestattet. Können Sie das vielleicht tun? Ja. So, öffne das, greife auf das Sicherheitssystem zu. Ein ungelöster Fall. So,
nochmal das Wasserventil da unten. Vielleicht springe ich doch einfach hier unten rein. Zack. Ne, Wackelpuppe. Leuchtpistole, ja, nicht mit. Ist der auch? Was ist denn eigentlich? Was kriegen wir denn hier? Effekte. Vollständig genährt, haben wir mehr Stärke. Krankheitsresistenz ist schon eigentlich alles gut wichtig, wenn wir das haben. Seht ihr das jetzt auch? Vollständig hydriert. Noch mehr Krankheitsresistenz. Vollständig ist quasi das schon das Höchste. Okay. Und wonach? Hier müssen wir hin. Vielleicht müssen wir hin. Keine Ahnung. Auch hier, Wasserventil. Und passiert jetzt was? Wahrscheinlich nicht viel, oder? Ich kann kaum erwarten, wie all diese 76er einen Heidenspaß bei Wavy Willards haben werden. Aber auf der Slither-Rutsche müssen sie aufpassen. Angeblich wurden da schon Kinder runtergeschleudert. Wie wäre es mit einer Verzichtserklärung? Komm her hier. Dann wieder überladen, gar kein Problem, aber. Dann haben wir hier gleich wieder los. Aber neben Sicherheitsbüro waren wir doch. So eine Truhe. Ein Bauplan. So, Bowie-Messer. Kampfflinte. Leuchtpistole. Jagdgewehr, Sturmgewehr hätte echt nochmal eine Überlegung, ob wir da uns nicht was zusammenbauen. So, das haben wir uns eigentlich schon angeguckt hier. Wir haben die Holoband-Untersuchung. Aber das zählt nicht. Was war denn sonst? Holoband-Untersuchung, das? Alarm-Einführung. Trieb. Soll ich mir sonst angucken? Vielleicht noch, wo der hier Ärger gemacht hat. Ja. Gibt die Holoband-Hinweise wieder.
Achso, die liegen irgendwo rum, oder wie? Schon übel. Wurde er da. Wie der entführt wurde. Guck mal, hier ging das dann ins Wasser und es stürzt wieder ab. Ich werd nicht mal hier, meine Güte. Kann man dazu sagen? Das hat irgendwas mit der Region zu tun, keine Ahnung. Die Kettenklinge ist eine Kampfkettensäge im Format eines großen Messers und kann bei jedem verheerenden Nahkampfschaden verursachen. Für die Kultisten, die den Mottenmann verehren, ist Appalachia heiliger Boden. Ah. So, was müssen wir jetzt machen? Wieder auf Sicherheitssystem zugreifen. Moment. Das hat er jetzt nicht gespeichert. So, ich bringe jetzt mal die Vakuumröhren da einfach zurück, keine Ahnung. Wenn wir wieder hinreisen. Oder? Da ist hier zu viel Zeug. Das Problem, wir müssen uns hier wieder ein bisschen durchkämpfen. Oh, wir haben ein bisschen Munition gefunden, das finde ich schön. Ach, 250 ist die Magazingröße. Gut, das sorgt jetzt natürlich dafür, dass ich schon mal schön sie einsammeln kann. Aber auf den Kopf ziehen. Gut, wenn ich jetzt so öfter spiele, mir angewöhne, Bats-Modus zu benutzen, dann macht es natürlich schon mehr Sinn, wenn man dann mehr trifft. Ne? Ja, ja, so. Und wie ich seine Quest hier noch die Pflicht ruft, erstmal beenden. Das werden wir heute nicht machen. So. Warte mal, neu. Ordner mit Mysterien, Rang der Novizin. Echt? Das haben wir doch schon, ne? Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Tut mir leid, dass ich heute nicht bei dir sein kann, aber die anderen Mädchen können bestimmt deine Schwüre mit dir durchgehen. In letzter Zeit war es ziemlich schwierig für uns. In 8 Jahren hatten wir nur ein Mitglied unserer Familie verloren. In den letzten 3 Monaten waren es 7. Alle durch Raider-Hinterhalte. Ich habe Eve gebeten, unser Trainingsprogramm zu beschleunigen. Falls es zum Schlimmsten kommt, müssen alle bereit sein. Um ein Vollmitglied des Ordens zu werden, musst du die Werkzeuge der Herren der Mysterien beherrschen. Schwert, Schüsse und Schatten. Arbeite mit Eve und deiner Mentorin. Wenn die Zeit gekommen ist, dich zu beweisen, hat Kryptos alle Einzelheiten.
Ja, okay. Ach, das müssen wir auch wieder aufmachen. Fallout, Fallout, Fallout. Was soll ich dazu sagen? So, aber wir wissen ja jetzt, was wir angucken wollen. Und zwar hier das letzte. Das waren die beiden Sachen. Man musste beide Sachen, glaube ich, angucken. Und Asako reingeschaltet. Hallo, Asako. Schön, dass du wieder dabei bist. Wo ist deine Nanny? Ich habe eine Überraschung für dich. Aber die anderen Kinder dürfen das nicht sehen. Sonst werden sie noch neidisch. Was ist es denn? Was für eine Überraschung? Ich will sie sehen! Bitte! Bitte! Wo ist sie? Ich glaube, deiner Nanny wird das nicht gefallen. Nehmen wir dir deinen Ausweis ab. Dann findet sie dich nicht. Und danach bringe ich dich. Mal wieder schön neue, viele Gegenstände. Sakura fragt noch, warum sehe ich dich erst jetzt? Hab vorhin nach dir gesucht, da kam nichts. Keine Ahnung, wann hast du denn gesucht? Wie hast du gesucht? Und ansonsten, keine Ahnung, kannst du auch wenn die Glocke aktivierst oder sowas, kriegst du eine Benachrichtigung, glaube ich. Ne, kannst du das nicht irgendwie einstellen? Vielleicht hilft dir das dann, mehr up to date zu bleiben. Ich will jetzt nicht auch noch anfangen, immer noch zu erzählen. Und vergesst nicht die Glocke, macht die Glocke an oder sowas. So, Splittergranaten. Gut. Ja, wir gehen hier gerade mehrere Sachen nach. Eine Sache ist halt gerade, wie ein Junge verschwunden ist in der Vorkriegszeit. Dieser Fall wurde bisher nicht aufgeklärt. Wurde halt anscheinend entführt. Von einer halben Stunde. Glocke ist aktiviert schon immer, aber mir wurde halt nichts angezeigt. Betrug. Ja, keine Ahnung, woran das. Woran sowas liegt. Ich würde sagen, heute ist nichts großartig anders. So, hier unten waren wir auch schon eigentlich. Aber. Nee. Moment. Wo wollen wir hin? Gib die Holoband-Hinweise hier. Hallo Sir, willkommen in Wavy Wilderness Wasserpark. Wie kann ich Ihnen helfen? Na, hallo, ich habe mich gefragt, wo der Kasten für die Post ist. Der, mit dem man die Sondermarke auflegen kann. Oh, den finden Sie beim Eingang zum Krokolossus Mountain. Gleich da drüben. Suche nach Freddys Identifikationsarmband. Durchsuche den Briefkasten. Suche den Briefkasten. Oben. Hier ist der Briefkasten. Schlägsburg, Postfach 12. Papier nicht gestellt, Box 12. Porto garantiert. In Schlägsburg. Ein Brief an die Medien. Mail an Quinn Carter, Cherson Harrod. Miss, mit diesem Schlüssel können Sie die Schließkassette mit allen Beweisen öffnen, die Sie brauchen. Ich habe Ihnen den Schlüssel geschickt, weil die Wahrheit ans Licht kommen muss oder so.
Das wäre ja dann in... Hier, ne? Ist doch Clarksburg. Suche nach Freddys Identifikationsarmband. Das ist hier auch noch. Bin in das vollgefressen. Betriebsausflug, da habe ich natürlich zugelangt. Ah cool, Betriebsausflug kannst du, darfst du mitmachen. Da, ach, ich kann da blöd an wegen irgendwie krankgeschrieben oder sowas. Fällt gerade so auf, wir haben keine Granaten ausgewählt, das müssen wir noch ändern. Dritte Granate, wir haben 18 Stück. Müssen wir ein bisschen werfen wieder. Ein bisschen mehr werfen. Das ist die Sliver Slide da oben. Mal da was rutschen können. Na gut, die ist kaputt, das eine Stück hier. Die hat ein Looping. Alter Schwede. Komm her. Und wer hat die noch geschossen? Oben. Sie mitnehmen. Das ist nett, dass sie dich nicht ausgeschossen haben. Ja, so wären wir auch nett. Na, mehr. Hier müssen wir irgendwie hoch. Gehen wir mal hier hoch. Wenn wir so viel von den Verbrannten hier, was sollen wir machen? Ja, Lorena guckt manchmal nicht. Ich glaube, vielleicht hört Lorena nur. Deswegen hat sie deine Frage nicht gesehen. Oh, da hinten ist noch so ein... Worauf guckt man hier gerade? Ist auch noch mal so... Ach, da hinten ist das Pfadfinderlager irgendwo. Da hinten vielleicht diese Holzhütten. Vorne ist einfach nur ein... Keine Ahnung. Das ist mal wahr, das hätte echt nicht mehr viel von übrig. Hier wollte einer noch rutschen, hat es nicht mehr ganz geschafft. Kids Secure ID. Kids Secure beschützt ihre Kinder. SN 1325. 2563 gestellt für Freddy Wood. Statusfehler. Auch repariere das Kitzelkühl mit einer Bastelwerkstatt. Gehe zur Post in Clarksburg. Bereitschaft. Da ist das Anmeldeterminal. Okay, vielleicht gehen wir mal. Dann hier hin, dann wird ja hier eine Bastelwerkstatt sein. Gehen wir zu Crater. Da kann man da auch zwei Sachen erledigen. Im Außenbereich, glaube ich mal, ja. Ach, und ich wollte ein Foto nehmen hier. Gucken wir mal nach an. Ich den Fotomodus nochmal ausprobieren. Fotomodus. Nee, das meine ich gar nicht, glaube ich. Doch, hier, so. Rahmenkategorie. Standard, Logos. Ach so, was ist jetzt ein Rahmen? Regenbogen, None, Alt, dann denken. Nee. Wie ich jetzt so sage, was passiert dann? Rahmenkategorie. Aufenthaltsort, Fraktion. Vault, Standard.
Das ist nochmal was anderes. Ach so. Nee, Standard. Zeit. Aufenthaltsort. West Virginia. Greetings von West Virginia. Charleston, ne? Sind wir gerade nicht. Jetzt haben wir hier noch die Fraktion. Freie Staaten. Raider. Walt. Was ist das? Walt-Ausweis. Achso, jetzt hätten wir das mit dem 42 wieder, wenn wir das nochmal machen wollten. Wenn ich jetzt aber sage, sowas hier, wo waren wir da gerade? Da ist eine abgestürzte Raumstation. Crash Space Station. Das passt sogar fast ganz gut, das Bild hier. Wir bluten die gottverdammten Ohren! Benutze den Fotomodus. 10 Punkte. Sehr schön. Es tut mir leid, ich bereite meinen Koffer für die Heimreise morgen vor. Ja, das ist schön, das ist richtig und wichtig. Sind wir wieder vereint? Hast du schon diese Mottenmann-Kultisten gesehen? Die gehören alle in die Klapse. Sagt der Raider, die Raider sind auch alle nicht ganz dicht. Zacko fragt Heimreise nach. Eine Heimreise nach zu Nerosuth. Keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Blick. Hier können wir die Vakuumröhren in der Bastelwerkstatt wieder. Ist es im Chor? Gibt es hier nichts anderes? Ich dachte, draußen ist vielleicht die Bastelwerkstatt. Aber anscheinend nicht. Da drin hätte ich fast ja gedacht, aber gut. Ah, und jetzt haben wir halt, interessant, das ist das, der neue Ladebildschirm. Und bei dem anderen Bild, bei diesem Passbild, hätten wir dann halt aktualisiertes Level gehabt, das ist klar. Hier ist ein Markenautomat. Ihr habt mich hier reingeschickt für eine... Da unten. Die Bastelwerkstatt. Also muss hier auch eine Bastelwerkstatt sein. Pass besser auf. So, was sollen wir machen? Repariere. So, mal gucken. Das wurde schon benutzt von einem anderen. Ist das denn ernst? Jetzt dürfen wir. Modifizieren nicht. Herstellung. Ja. Punkt Vakuumröhre. Das können wir machen. Und da, das Kit Secure Freddy Wood können wir auch machen, haben auch alle Materialien dafür. Mein Name ist Freddy Wood, sollte ich mich schlecht benehmen, verletzt sein oder mich verlaufen haben, kontaktieren Sie bitte Miss Andy. Status von berechtigter erwachsener Einheit entfernt, Batterieladung niedrig. Stärke habe ich auch noch. Großmengen. Gott, und so können wir Sachen herstellen. Macht das Sinn? Rechnet sich das um, geformtes Plastik zu Plastik machen? Oder wurde das sowieso auch verwendet? Ich glaube schon, ne? Splittergranate MERV. Okay. Nuka Quantum Granat. Das ist auch nicht, das ist auch nicht schlecht. Nochmal aber Abrissexpert. Abrissexpert 1 haben wir. So eine Granaten könnten wir herstellen.
Mini-Atompumpen, 3 Stück gleich. Bräuchte man noch mehr Schrauben oder Raketen, auch mehr Schrauben. Okay, passt schon soweit mit der Munition. So. Was ist die Werkstatt? Können wir jetzt natürlich nicht unsere Rüstung reparieren. Clarksbox sollen wir gehen. Wie sollen die natürlich... Achso, mit Ren wollen wir auch noch sprechen. Der ist aber im Außenbereich. Ach, glaub keinem, der dir was von schnellen Jobs erzählt. Sowas läuft nur nach der Devise erst schießen, dann fragen. Und das ist so gar nicht Max Art. Ein Spieler ist jetzt gesucht. Ja, da sehe ich es doch. Da ist auch eine Bastelwerkstatt. Hätten wir gar nicht so reingehen müssen. Aber es ist natürlich klar, dass man die immer erst sieht, wenn man ja draußen ist. Der Klavier. Er hier. Da drüben. Da oben. Jetzt hört er auf. Hier ist so eine Schlange. Bestimmt von dem Wasserpark noch. Hier, das auch. Das war auch aus dem Wasserpark. Und sich einfach auch was zusammengeklaut. Okay, aber hier war Bren. Wenn Ex... Auf dich habe ich gewartet, Grünschnabel. Du hast den Job hoffentlich erledigt. Ja, sind alle da. Ich habe auch ein paar Reparaturen vorgenommen. Was gelötet, neu verkabelt. Ich würde sagen, das verlangt nach einer Entschädigung. Das klingt gut. Im Ernst jetzt? Dann lass mal sehen. Hochwertige Ersatzteile? Verkabelung passt? Steckplätze sind sauber. Tja, meine Zeit ist kostbar. Kann dir also auch ein paar extra Kuhkorken löhnen? Ja, mach mal. Ich lege bei Meg ein gutes Wort für dich ein. Und vergiss nicht, hier ab und zu vorbeizuschauen. Weiß nie, wann ich mal verlässliche Leute brauche. Also sind immer noch misstrauisch. Ich hab's echt satt, meine Ausrüstung wegen dem weißen Scheiß putzen zu müssen. Ist hier aber immer noch besser als im Airship. Jetzt haben wir Bünde, Wasser, Patronen, schwere Rüstung wieder. Ist sie denn besser? Nope, die schlechte, die können wir schön zerlegen. So, hier. Und dann hätte ich vielleicht noch gehofft, dass wir was reparieren. Ich schlaf noch einige. Nee, ich blöd. War das nicht hier mit der Bastelwerkstatt? Da drüben war es dann. Hast du schon diese Mottenmann-Kultisten gesehen? Die gehören alle in die Klapse. Da drüben. Diese Blutadler sind echte Psychos. Da drüben war es. Sieht auch nicht so aus, so farblich. Vielleicht können wir das auch farblich machen bei uns. Hat ja auch ordentliche Wahlgeschichte zur Couch eingerichtet. Ja, wir müssen es wahrscheinlich auch ein bisschen besser einrichten. Und draußen dann eher nochmal eine extra Hütte machen, so eine Garage für die ganzen Werkbänke. Meine Lagerkiste können wir hier gleich, genau, dann sammeln wir gleich den gesamten Schrott. Verwerten das mal hier, das können wir noch verwerten. Oh, zack. Konservieren wir den Schrott. Ein bisschen mehr Platz, nicht zu viel. Breitseiter. Hier machen wir auch gleich direkt. Und zerlegen den. Oder? Details. Standardgriff. Keine Ahnung. So,
So, hat man noch was zum Herstellen für Kochen? Das hat hier echt jede Menge zu tun, das muss man mal so sagen. Kann also schon verstehen, wenn das hier einige Leute längerfristig spielen. Weil die Zeit vergeht auch immer wie im Flug. Nicht so, dass man ständig irgendwie Spannung hat oder so, aber einfach wie halt bei so einem MMORPG so viel zu tun und dann macht man die Sachen so. Und es ist jetzt sich anfühlt, dass man so viel zu tun hat. Aber irgendwie dauert es irgendwie so ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Ich kann das auch schlecht beschreiben, wie das Fallout so auch macht. Auch selbst bei Fallout 4 war es auch so irgendwie. Ging dann Zeit schnell rum. Aber Elden Ring war, glaube ich, genauso. Dann halt, keine Ahnung, Red Dead Redemption oder so eine Horrorspiele sind da viel ermüdender oder nein, vielleicht nicht ermüdender, aber es passiert irgendwie mehr oder es ist weiß ich nicht, die Zeit irgendwie intensiver. Hier hat man noch so wieder dann geht es mit dem Rumreiten, man hatte schon auch schon spannende Orte bei Red Dead Redemption, aber ja, du hast halt eigentlich, ich habe nicht viel Crafting gemacht, hier ist auch nicht viel Crafting, aber ein bisschen mehr, man hat mehr mit Ausrüstung und guckt da so. Das ist ja dann auch immer alles Zeit. Das ist immer spannend zu sehen, keine Ahnung. Aber, ja. Dauert dann auch ein bisschen. Ja, ich wollte gerade sagen, was haben wir denn hier? Oh ja, okay. Ja. Oh, vielleicht drei Stück, das ist ja schön. Ja, nicht so gut funktioniert. Aber hier oben sind wir sicher. Halbwegs. Knife Edge. Ja, hier. Aua. Nicht cool. Komm mal hier. Bleib mal hier einfach. Nicht wieder weggehen. Oh oh. Mal anders. Was haben wir hier noch? Nicht den. Den hier bitte. Aua. Aua. Ah, der hat auch gesessen. Wir sehen es auch ein bisschen auf dem Radar. Hallo? Das ist echt problematisch. Jetzt wird es noch zerstört hier. Das interessiert die auch nicht so richtig, ne? Sag mal bitte nach und machen wir ein bisschen schneller hier. Ich will das Dicke. Dann ist es halt so. Wir müssen aufpassen. Zu gefährlich. Wo ist es hin? Ich bleib hier noch so eklig. Alter Schwede. Noch einer oder was? Komm her. Also einer von den drei. Euer Fleisch nehme ich hier aber mit. Daraus wird was Schönes jetzt hier gemacht. 50er Patronen, Fleisch, Ei, Stachel. Keine Ahnung, was das Stachel noch gibt.
Nukleares Material, achso. Scharfschützengewehr 308. 300. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wenn ich jetzt mal so vergleiche. Wir haben das Unterhebelgewehr, macht 91 Schaden. Achso, und das macht. Wollen wir das? Auch 91 Schaden. Das hat eine höhere Feuerrate. Weniger Reichweite. Na gut, und im Vergleich zu der hier macht die macht 60 Schaden. Kann aber öfter schießen und hat mehr Rüstungsdurchdringung. Wie viel die Rüstungsdurchdringung ausmacht, keine Ahnung. Würde ich fast mal sagen, wie viel haben wir. Na gut, wir haben keine 308er Munition. Aber wir können die noch Wasserfilter lernen. Wir konnten vorher keine Wasserfilter bauen. Jetzt können wir's. Tja, vielleicht behalte ich mir das mal einfach. Stufe 40. Und pack's mir auf statt das hier rein. Nehmen wir bald noch 308er Muni mit. So, hier können wir. Kochtopf wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Kann ich jetzt nicht mal kochen? Aber vielleicht kann ich vorher gar nicht kochen hier. Kupfer und Stahl hat der. Da haben wir was zum Kochen hier doch bestimmt. Haben wir nämlich gleich. Das Zeichen. Das haben wir schon mal gesehen. Ist nicht. Blutadler sind es, glaube ich, nicht. Aua. Oh, hier war eine Falle. Von den Fallenstellern waren das, glaube ich. Nosse Moppel. Kronkorken. Nur noch Kochplatte nehmen wir mit. Essen, trinken. Himbeersaft. Nehmen wir einfach mal noch so ein verdünntes Stimpack. So, und dann kann man hier oben noch rauf. Ein paar Scharfschützengewehre haben wir ja schon zerlegt. Wäre wirklich nochmal zu schauen, was wir da mittlerweile anpassen können. Lieber will Masken, bevor wir die Station plündern. Manus Lungen sind nach seiner kleinen Aufklärungsmission ruiniert. Also ist das mit den Masken vermutlich keine schlechte Idee. Wenn du das nächste Mal rausgehst, nimm alles mit, was wir brauchen könnten. Gasmasken, Schutzanzüge, was auch immer. Ich will diese Station so schnell wie möglich auseinandernehmen. Chase. Mhm. Drohnen noch, Schießpulver. Können wir in der Bastelwerkstatt nicht Munition herstellen? Da ist noch eine große Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. So, Munition, 308er. Da oben, 12 Stück. Eigentlich haben wir richtig viel. Ich finde es jetzt eigentlich Verschwendung. Ich würde es irgendwie Verschwendung finden, jetzt da herzustellen. So, hier haben wir aber was zu kochen. So, wieder einen Armblumentee. Ordentlich Fleisch von den Skorpionen. Ja, können wir uns auch gleich ins Gönnen. Essen, trinken, Rat-Skorpion-Steak. So. Lassen wir uns das schmecken. Die heilen auch ganz gut. So, jetzt sind wir hier bei Knife Edge. Ja, das Zeichen. An diese Fallensteller vielleicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir auch, wenn es jetzt genauso viel Schaden macht wie das Unterhebelgewehr, solange wir das halt nicht groß aufwerten können, würde ich sagen, wenn wir das Scharfschützengewehr nämlich aufwerten können,
oder modifizieren können, dass es noch ein bisschen besser wird, ist das halt auch schon mal viel wert. Mich würde auch mal interessieren, ob wir legendäre Waffen auch irgendwie verwerten können. Dann haben wir jetzt auch so ein paar. Oder halt, ob wir die noch mehr aufwerten können. Das wäre halt auch nochmal eine schöne Sache. Koordinator der Konföderierten. Sieht ja alles, einiges ziemlich gut aus so. Die ist wieder aufgebaut. In Wahrheit griffen die konföderierten Trinkets fort niemals an. Aber es ist eine ganz unterhaltsame Vorstellung. Okay. Ist ja alles überraschend gut erhalten. Ein Tomahawk, Bürgerkriegszylinder. Bohnen. Kanonenkugeln. Und das Buch. Eine Holzkiste können wir mal aufmachen. Plasma-Granaten, oh. Natürlich alles wieder. Müssen wir halt mal ein bisschen mehr auch was werfen. Wo eben haben wir ja ein bisschen was geworfen. Das hat auch so nur so mäßig funktioniert. Lieber 50 Ball. Das war ja wie so kleine alte Gewehre. Repariere den Markenautomat. Oh, hier haben wir noch eine Kampfflinte. Coca-Cola. Nehme ich mal mit. Wieder einige Waffen. Okay, wir sollen irgendwie begraben. Das war ja hier auch noch, wo wir mit dem Kurator sprechen sollten. Und noch alles ist. Keine Ahnung. Hatte hier war irgendwas, die Zange, die hilfreich sein soll. Die Sprengstoffkiste ist vielleicht. Richtig viel davon jetzt. So, Zange nochmal. Nochmal eine Zange. Noch nicht für was genau. Für Schrauben. Ich glaube, wir suchen gerade nur Schrauben und ein Wortbewohner. Wir suchen gerade nur Schrauben und da diese ballistischen Fasern. Ne, hier soll... Moment. Den suchen wir hier. Schalt den mal aktiv. Jetzt sind wir wieder mal schön vorbeigegangen. Das ist ganz schön weit weg. Das klingt schon wieder gefährlich hier. Die ist halt aber freundlich. Ihr seid hier und alle kein Problem mit mir, ist schon alles sehr seltsam hier der Ort.
Hier ist einfach nur Tische und Co. In Ausrüstung. T-45 Reaktivplatten. Nehme ich mal mit. Wiegt das was? Wie viel wiegt das? Keine Ahnung, wo ist das eigentlich? T-45 Reaktivplatten. Vielleicht hier? Nee. Rüstung? Nee. Diverses? Nur den geguckt. Trott? Nee. Mods. Oh, 4 wiegt's doch. Ach ja, vielleicht zerlegen wir's doch. Scharfschützengewehr wiegt halt. Die Überreste eines Soldaten. Jetzt müssen wir echt uns was mit den Waffen überlegen. Oder es gibt noch irgendeinen Trick. Ich meine, wir können natürlich noch mehr auf diese Karten gehen, dass sie uns nochmal das Gewicht verringern. Eine feine Sache. Hatten wir nicht sowas, was das Gewicht verringert? Panzerkiller hatten wir, dass die Rüstung ignorieren. Das ist schon mal sowieso gut. Aber hatten wir nicht irgendwo auch... Ey, die wiegen alle weniger. Waffenträger, da, deine Waffen wiegen 25% weniger. Sprengwaffen wiegen auch weniger. Wir könnten hier natürlich sagen... 50%, oh, das macht schon auf 75 die zu reduzieren. So, und jetzt sollten wir das hier quasi wieder zurückbringen. Und wir mal kurz machen. Wir haben hier auch von den Stärke-Sachen her. Mir wurde eigentlich nicht empfohlen, noch mehr Stärke zu skillen. Ich würde aber gerne mehr tragen. Und dann können wir hier mit dem Nahkampf Schaden machen. Ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung. So, hier platzieren wir es. Begrabe die Überreste. Okay, wie mache ich das? Hier? Aufschütten. Du musst deine Schaufel ausrüsten. Da ist eine Schaufel. Oh, jetzt. Ich wollte eigentlich nicht... Haben wir hier wieder was zum Zerlegen? Ich glaube nicht. Ah, oh, was war hier nix? Wir sind wieder überladen. Hier noch eine, genau. Mache Abfall, den nehmen wir mit. Verwenden wir das Stimpack halt, wenn es hier gleich rumliegt. Nichts mehr tragen können. Aber Werkbank sieht hier nicht gut aus wieder.
Hier haben wir denn Übergewicht ganz schön viel. Das hier könnten wir erstmal alles ablegen. Das ganze verdorbene Zeug brauchen wir natürlich nicht. So, dann könnte ich hier mal ein Tragekapazitätsbooster noch nehmen. Damit kommen wir natürlich zu unserem Camp. Da würde ich mal schnell hinreisen. Erstmal Votier spawnt man und hätte im Rücken vielleicht gleich die Myolog-Königin. Okay. So, nochmal. Der ganze Spaß hier. Ich hab mich gefragt, ob du zurückkommst. Oh. So, Reaktivplatten. Warte mal, das können wir zerlegen hier. Schade, zerlegt. Hier von mir aus auch. Die können Lederrüstungsbeimod. Keine Ahnung. So, das Brustteil. Ach, das wiegt auch noch viel. Und da haben wir aber gesagt, das ist nicht besser. Ne, das machen wir auch wieder auch weg. Okay. Schrott dann mal wieder los. Hier. Das haben wir natürlich. Und Spare, was haben wir hier gehabt noch? Mods. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Weil es als gesamter Schrottlager zählt. Ah, okay. Macht natürlich Sinn. Oh, und sie kann auch eine Waffe haben. Mit 10 mm. Das ist natürlich auch eine Idee, dass sie ihr eine Waffe geben. Die ganze Welt so ist. Keine Ahnung. So, dann können wir aber auch sagen, hier nochmal reparieren. Gott, von jemandem benutzt, alles klar. Ich will, wenn, dann würde ich die Waffe nochmal reparieren lassen, die wir hier haben. Achso, eins wollte ich noch machen, 308er Munition mitnehmen. Wir haben nämlich richtig viel von. Ich würde vielleicht, dass wir wieder 100 haben. Und dann haben wir hier die Waffenwerkbank. Da möchte ich da gerne Munition modifizieren oder halt anpassen. Das ist nämlich fast kaputt. Okay, das können wir aber reparieren. Auch so. Was könnten wir jetzt hier anpassen? Oh, wir könnten zufälligen legendären Mod draus machen. Machen wir vielleicht einfach mal. Stufe 40 Präzisionsgewehr. Schaden erhöht sich pro Abhängigkeit. Oh, naja. Das könnten wir nochmal auswürfen, wäre schön. So. Weniger Schaden, ne, das will keiner. Verlängerter Lauf. Wir haben jetzt verlängerter Standardlauf. Präzision durch das Visier, stabilisierter kurzer Lauf. Schnelles Magazin, großes Magazin. Mündungsbremse, Kompensator. Verringert den Rückstoß pro Schuss, aber auch die Reichweite. Zielfernrohr, wir haben jetzt. Was haben wir für ein Zielfernrohr jetzt? Normales Zielfernrohr oder was?
noch einen langen Reichweiten Zielwellenrohr. Zitronen und Hundeachseln. Stabilität verringert sich. Leucht. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal so. Was ist da jetzt los? Meyerlock. Ist klar. So, hier soll noch was bei der Post sein. Da können wir nochmal reingucken. So, das landet nochmal da. Ihr müsst mir doch nicht so Ärger machen. So, können wir mal probieren hier. Steuer halten. Ja, okay, ich krieg nichts. Dann doch lieber das Unterhebelgewehr. Ach komm. Ah, wir können auch was werfen. Hier haben wir einiges. Treffer ist nix, ne? Müssen wir aber weg. Bin gleich explodiert. Lock the bot. Das Ex- die haben so ein Mini-Turmzeug, keine Ahnung. Ein nukleares Material bei sich. So, hier müsste was sein. Untersuche den Schlüssel. Das haben wir uns doch eigentlich schon angeguckt. Nach Schließfachnummer suchen. Achso, hier. Zu vermieten. 11. Void Bestlitinen Graffen. Durchsuche Odie Spikes Haus. Okay, da haben wir dann gesehen, wo es weitergeht. Fach 12. Aber das ist da hinten. Okay, das ist nochmal was anderes. Hilfsbereitschaft, na gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier in die Nähe wieder von unserem Camp. Und hier ist die radioaktive Zeug. Dann würde ich mal sagen, was wir heute erstmal geschafft. Weil ich müsste jetzt, ich würde halt gerne hier das nochmal auch so komplett noch machen. Das würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern. Also wir werden in der nächsten Folge hier nochmal auch die Kitty Corner Hütten aufräumen und das Anmeldeterminal der Black Deer Lodge. Aber ich denke, das ist hier nicht mehr so viel. Und dann würde ich, glaube ich, in der nächsten Folge mir gerne mal auch hier das Hauptquartier der Bruderschaft anschauen. Also, ja, eine kryptische Funknachricht, ein Mysterium, das gelöst werden will. Defiance ist gefallen. Das wäre so die Aufgabe, mit der ich mich in der nächsten Folge beschäftigen würde. Also, höchstwahrscheinlich morgen. Sieht ganz danach aus, als befindet sich das Fort Defiance der Schilder in Bruderschaft in der Allegheny-Anstalt tief im Cranberry Bog. Genau, da werden wir nächste Folge auf jeden Fall eindringen. Aber vorher halt zum Einstieg dann, ja, noch so ein paar Restsachen erledigen. Ja, und dann würde ich sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir diese schöne Gegend hier verlassen. Werden wir uns wiedersehen bei Fallout 76 mit dem Nerozoot.